Über die Herkunft des Rottweilers bestehen die verschiedensten Ansichten. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass die Urahnen unserer Rottweiler in den damaligen römischen Legionen zu finden sind. Die Römer setzten Hunde als Herden- und Treibhunde ein. Diese Hunde beschützten die Menschen und das Vieh. Über eine alte römische Heerstraße, die über die Alpen in Richtung des Bodensees führte, gelangten diese Hunde in das Gebiet der heutigen Stadt Rottweil. Der Stadt also, die unserem Hund den Namen gab. Diese Rasse wurde im Polizeidienst erprobt. Dort wurde der Rottweiler bereits 1910 als Polizeihunderasse anerkannt. Bei der Bundeswehr werden sie beispielsweise in verschiedenen Sicherheitstrakten des inneren Bereichs eingesetzt. Auch das Kölner Flughafengelände fällt in ihren Zuständigkeitsbereich. Rottweiler gehören noch heute zu den anerkannten Diensthunderassen. Die Widerristhöhe beträgt beim Rüden 61 bis 68 cm, das Gewicht etwa 50 kg. Hündinnen sind etwa 5 cm kleiner. Auch als Familienhunde sind diese großen und kräftigen Tiere beliebt. Hier gilt, richtig sozialisiert sind es ruhige, liebenswerte und verlässliche Hunde. Sein Verhalten ist selbstsicher, nervenfest und unerschrocken. Der Rottweiler reagiert mit hoher Aufmerksamkeit gegenüber seiner Umwelt. Da er mit einer natürlichen Anlage zur Arbeit ausgestattet ist, sollte man sich für den Rottweiler eine Beschäftigungsmöglichkeit einfallen lassen, die über das normale Spazierengehen hinausreicht. Eine weitere Möglichkeit bietet der Agility-Sport.